Was bringt uns der Monat August? Herzlich willkommen. Ich grüße dich in dieser, ich sage jetzt mal, quirligen, erneuernden Energie. Ich spüre den Monat August schon in den letzten Tagen etwas intensiver als sonst. Das sieht man vielleicht an meiner Frisur. Mit der kann ich momentan gar nichts anfangen. Die Haare tun total, was sie wollen, aber das spielt jetzt überhaupt keine Rolle. Vielleicht kennst du diese quirlige Energie oder diese sogar vielleicht aufreibende Energie in dir in Form von Gefühlsschwankungen. In Wirklichkeit ist der Monat August aber nichts Negatives. Absolut nicht. Er weist uns nur auf das eine oder andere Neue hin und wir bekommen immer mehr den Mut, hinzuschauen. Aufmerksamkeit auf neue Dinge lenken, die uns die geistige Welt, das Leben oder andere Menschen dir zeigen. Denn bei uns Menschen ist es oft so, dass wir, wenn uns etwas Neues begegnet, dass wir mal sagen, skeptisch oder sogar mit Angst, nee, mit dem will ich nichts zu tun haben und so weiter. Auch im August, bevor ich es vergesse, werden Ängste enorm verändert. Angstfrei werden können oder werden, je nachdem, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, wie dein Lebensplan ist, worin du gerade in deiner Lebenssituation steckst, kannst du wirklich Ängste absolut verändern. Und du wirst dadurch natürlich merken, dass du mehr Mut hast, Gewissem, was da zum Vorschein kommt, recht rasch Vertrauen zu schenken. In meinem Leben, und das finde ich mega spannend, ist die 9. Dimension gekommen, beziehungsweise die geistige Welt hat mich auf die neue Dimension vorbereitet, hingewiesen, dass es da einiges zu entdecken gibt. Ich arbeite schon ein bisschen mit der 9. Dimension, aber ich sehe jetzt da keine Wesen oder Sternenfreunde, die da in dieser Energie sind, sondern ich sehe wie Kategorien, Abteilungen für den menschlichen Körper, Kategorien für die jeweilige Entwicklung der Menschheit oder Abstufungen, wo jetzt das Weltgeschehen sich gerade befindet. Und auch das ist neu für mich, das Weltgeschehen. Was jetzt da von Amerika auf uns rüberschwappen kann an Energie, an Herausforderungen, aber auch am Positiven, kann ich immer mehr sehen und dir dann diese Informationen natürlich weitergeben. Vielleicht ist es dir selber schon aufgefallen, dass du, ich sag's jetzt mal auf gut Deutsch, in die Zukunft schauen kannst. Denk mal darüber nach oder beschäftige dich ein bisschen damit, aber setz dich nicht unter Druck. Auf keinen Fall, das bringt gar nichts. Beobachte einfach mal, der Monat August lehrt uns wieder, das haben wir natürlich in uns drin, wir haben es nur verlernt, Gewisses voraussehen zu können, vorausahnen zu können, das ist dir wahrscheinlich eher schon begegnet, dass du etwas ahnst, das sollte ich jetzt nicht oder das wäre besser, wenn ich das mache. Und dann haben wir doch noch unserem Verstand oder dem Ego vertraut, das da gesagt hat, nee, nichts Neues, bleib lieber beim Alten. Beim alten Gewohnten, das kennen wir schon. Und so eine gewisse Zukunftsvorausschau ist ja jedem von uns gegeben und da unterstützt uns der Monat August. Und da freue ich mich schon sehr drauf, bin gespannt. Jetzt komme ich wieder zurück zur 9. Dimension. Mag sein, dass dir aufgefallen ist, dass zum Beispiel einen gewissen Schutz, den du gewohnt bist zu machen mit blauem Licht, im Moment einfach nicht mehr so gut anhält. Dass wenn du, sagen wir mal, unter vielen Menschen bist
Und du hast dich vorher geschützt mit blauem Licht, mit blauer Energie. Und nun spürst du nach circa einer Stunde, puh, das wird hier jetzt aber ganz schön anstrengend. Gewisser Schutz hat einfach nicht mehr die Wirkkraft. Und da bekomme ich von der neunten Dimension gewisse Informationen, die ich dir dann natürlich weitergebe, die von innen heraus arbeitet. Einen Schutz von innen heraus ist wirkungsvoller als Schutz von außen herholen. Du wirst dann auch merken, dass du mehr in der Mitte sein kannst, in der Balance sein kannst, und so gehst du auch schon vollkommen anders um mit deinem Leben, mit deinem Arbeitsplatz. Arbeitsplatz ist auch so etwas, wenn du dich da nicht wohlfühlst oder noch nicht so hundertprozentig wohlfühlst, dass du immer mehr merkst, dass dieser Arbeitsplatz dir sogar etwas bieten kann, das du vorher noch gar nicht gesehen hast, nicht sehen konntest, und an dem hast du die helle Freude. Der Monat August bringt uns neue Inspirationen, neue Sichtweisen. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf Dinge, die wir vorher noch nicht sehen konnten. So ist es auch zum Beispiel mit geistigen Wesen. Ich werde immer wieder gefragt, wann sehe ich sie denn endlich? Wann kann ich die Naturwesen sehen oder die geistige Welt? Das heißt jetzt nicht, dass plötzlich Saint-Germain sich vor dir manifestiert. Das wäre schlichtweg eine Überforderung, auch wenn du das jetzt noch nicht glaubst oder nicht glauben kannst. Weil unser Kopf sagt, nee, ich würde mich freuen, ihn zu sehen. Aber wenn du ihn dann wirklich sehen würdest, wie er sich vor dir manifestiert, könnte es schon sein, dass du überfordert bist. Aber wir bekommen immer mehr Feingefühl. Da zum Beispiel, da steht jetzt Saint-Germain, ich kann ihn fühlen, ich weiß, dass er da ist. Und die neunte Dimension bringt uns einen vollkommen neuen Aspekt im Umgang mit unserem neuen Körper. Mag sein, dass du deine Ernährung schon wieder umstellen musstest, dass eben der Schutz nicht mehr so dienlich ist, den du kennst, dass du mehr Auszeiten mit dir haben musst, damit sich dein Körper, dein System beruhigt vom Alltag und so weiter. Das sind alles Dinge, Herausforderungen, die unser neuer Körper von uns fordert, damit wir eben lernen, mit ihm besser umgehen. Und da bekommen wir interessante Werkzeuge, Dinge, Informationen, unter anderem von der neunten Dimension und nicht nur von dort. Du wirst all dieses, was du brauchst, natürlich auch von wo anders her erhalten. Und da ist noch ganz ein wichtiger Satz für jeden von euch, der noch glaubt, er oder sie könnte etwas versäumen. Das ist schlichtweg nicht möglich. Du kannst nichts versäumen oder du bist nicht zu langsam oder zu schnell, oder das gibt es jetzt nicht mehr. Das traue ich mir jetzt wirklich mal so zu sagen, weil wir haben viel gelernt in den letzten Monaten, Jahren, Jahrzehnten, und da versäumen wir jetzt nichts mehr, weil wir auch gelernt haben, unseren Sinnen mehr und mehr zu vertrauen, und da werden wir auch vom August unterstützt. Damit du aber deinen notwendigen Schutz hast, weil du vielleicht mit der neunten Dimension nicht arbeiten möchtest oder kannst, oder weil du einfach schlichtweg keine Zeit hast, dich mit gewissem zu beschäftigen, wie zum Beispiel mit dir selbst, was im Grunde aber sehr, sehr wichtig wäre. Aber es gibt so Zeiten, wo einfach die Arbeit, die Familie, gewisse Projekte sehr viel Aufmerksamkeit von dir brauchen. Da habe ich einen sehr einfachen Tipp für dich. Und zwar der Oktaeder. Das sind zwei Pyramiden übereinander. Stell dich in diesen rein. Also nicht so klein, schon so groß wie dein Körper. Stell dir vor, der Oktaeder befindet sich
außerhalb von dir und du stehst mittendrin. Der Oktaeder gibt dir eine wunderbare Anbindung von oben nach unten. Der Oktaeder macht dir Ausgleich, Balance und bringt Gewisses in dir in Bewegung. Obwohl er für Ausgleich da ist, bringt er aber auch Gewisses in dir in Bewegung, was du gerade brauchst. Mehr Energie, mehr Ideen, mehr Verbindung zu anderen Menschen, zur geistigen Welt und so weiter. Nutze diesen, stell dich da rein, indem du ihn dir einfach vorstellst, ein paar Sekunden, dass er sich außerhalb von dir befindet oder in dir und strahlt nach außen, wird außen manifestiert. Probier selber aus, dein Innerstes weiß es, wie es geht. Ich wünsche dir auf diesem Wege alles Liebe und jetzt bin ich gespannt, was die geistige Welt noch zum August dir zu erzählen hat, vom August für dich bereit hat. Bis dann. Tschüss. Zeit mit dir verbringen wirst du immer mehr und mehr können. Im Ausgleich, Balance, mit dir selber sein können, deinem Innersten und dann auch mit deinem Leben wird dir immer mehr und mehr gelingen. Mag sein, dass Amerika im Augenblick Energien zu euch nach Europa bringt, die vielleicht noch mit Angst verhaftet sind, aber auch mit Erneuerungen. Mit Gewissem, was du wahrnehmen kannst im Monat August, wird dir gezeigt. In einer Form der Gabe des Gewissen sehen können, wahrnehmen können und diesem auch vertrauen können. Denn in letzter Zeit, vielleicht ist es dir aufgefallen, hast du vieles wahrgenommen oder gesehen, aber diesem noch nicht vertrauen können, weil du noch nicht die notwendige Schwingung hattest, nicht das notwendige Kraftpotenzial, das zu erleben und zu erfahren, was dir gezeigt worden ist. Du versäumst nichts mehr. Wenn du bei Gewissem noch nicht hinschauen kannst, die Lösung noch nicht hast oder das Vertrauen fehlt, wird es dir zu einem späteren Zeitpunkt erneut gezeigt. Wir, die geistige Welt, wissen sehr wohl, wann du bereit und offen bist für etwas zu 100%. Der Monat August kann Ängste lösen, angstfrei werden ist das Ziel von euch Menschen. Und dieses angstfrei sein können ist bereits in dir. Und du wirst dir dessen immer bewusster, weil es sich immer mehr in dir öffnet. Und der Oktaeder kann dir dabei helfen. Zeit mit dir selber verbringen kann dir dabei helfen. Ein neues Essverhalten, auf das du dich einlassen kannst mit deinem neuen Körper, kann dir dabei helfen. Die neunte Dimension ist ebenso ein Ding, mit dem ihr Menschen euch immer mehr versöhnen könnt. Auf eine ganz einfache Art und Weise. Indem du einfach deinem geistigen Team mitteilst, verbinde mich mit der neunten Dimension. Spüre, lass es dir zeigen, wo die Andockung an deinem menschlichen Körper stattfindet. Bei den meisten Menschen ist es so, dass die Andockung am unteren Rückenbereich stattfindet und da die meisten Blockaden im Augenblick auch fühlbar sind in Form von Rückenschmerzen, kann die neunte Dimension diese Blockade lösen, neue Energie in deinen Körper fließen, Zellreinigungen stattfinden, Erweiterungen der Zellen stattfinden kann und eine gewisse innere Balance zum Vorschein kommt, an die du jetzt noch gar nicht denken vermagst, weil das Denken dabei nicht wichtig ist, sondern das Fühlen und Vertrauen können diesem, was dein Körper dir zeigt. Vertraust du deinem Körper?
Tust du dieses noch nicht? Vertraust du deiner Seele? Ja, das tust du. Und wenn du deiner Seele vertraust, vertraust du auch deinem Körper und dem, was da Neues in dir sein kann, in Form von Blockadenlösung und Zellerweiterung, weil die Zellerweiterung dir, dich selbst erweitert für Neues, für Inspiration, für Heilung, für Freiheit, für angstfrei leben können und noch viele weitere Dinge. Und was dieses mit dir macht, in dir macht, probiere es selber aus. Du kannst jederzeit, wenn du möchtest, die Verbindung zur neunten Dimension wieder lösen, indem du sagst, nimm diese Verbindung von mir ab. Trenne diese Verbindung von mir. Je nachdem, nutze deine eigenen Worte, löse mich von der neunten Dimension. Probiere es aus, denn der freie Wille des Menschen geht absolut vor. Wir, die geistige Welt, geben nur Hinweise. Was du damit tun möchtest, entscheidest absolut du selbst. Ebenso bringt die neunte Dimension dir eine Grundschwingung der Freude. Und du weißt selber, wenn es dir gut geht, schwinden gewisse Kopfschmerzen, schwinden gewisse Ängste, schwinden gewisse Probleme und Sorgen, beziehungsweise sie schwinden vielleicht nicht ganz, aber sie werden kleiner. Wenn Freude in dir ist, Wohlfühlen in dir ist, erscheint jedes Problem kleiner als vorher. Das kannst du nur bestätigen. Darum ist es auch hilfreich, eine gewisse Balance, Ausgleich in dir wahrnehmen können. Und wenn du keine Zeit für dich und für deine Entwicklung hast, weil das Leben dich fordert, der Oktaeder ist dienlich. Die neunte Dimension beinhaltet ebenso intensive Energien für und mit Monat August, der eine gewisse Vorbereitung hat für den heißen Herbst. Amerika schläft nicht. Amerika schläft nie. Und Amerika ist unter anderem auch das Land, das noch in einer Blase sich befindet, die Angst verbreiten kann oder Unterdrückung euch Menschen weitergeben kann. Aber diese Blase löst sich. Unterdrückungen haben immer mehr mit Befreiung zu tun. So komisch das auch klingen mag. Aber wenn etwas Positives in dein Leben kommt, was unter anderem mit Befreiung zu tun hat, reagiert der Mensch meistens skeptisch, auch gegenüber Positivem, weil er noch nicht weiß, dass das, was da kommt, positiv ist, dass das, was da kommt, ihm dient. Vollkommen in Ordnung, das ist eine natürliche Reaktion. Aber der August hilft dir auch, dahinter schauen zu können und deinen logischen Verstand, dein Denken, dein Ego beiseite zu schieben und mit dem Herzen zu reagieren, weil deine Gabe der Schau intensiver wird. Die Gabe der Schau heißt geistiges Sehen, heißt vielleicht sogar Zukunftsvorausschau, ist nicht jedem gegeben, aber möglich und machbar in jedem ist es, zu verstärken. Wenn du dieses möchtest oder dich dafür berufen fühlst, kann der August dir dabei helfen. Und was heißt August? Augustus. In diesem Wort August hängt schon in der Mitte das Wort gut. Wie auch das Siegfried, das S, die Sinuswelle, mit Heilung und Frequenzausgleichung zu tun hat. Der August bringt dich und euch alle, der ganzen Menschheit, die auf der Welt sich befindet, eine Schwingungsfrequenz der Absolutheit. Was auch dieses bedeutet,
ist für jeden Einzelnen selber zu entscheiden, weil jeder Mensch einen anderen Plan, ein anderes Ziele, andere Herausforderungen und so weiter hat. Freuen kannst du dich auf diesen Monat so oder so, weil er eine gewisse Basis der Freude dir erschaffen wird. Spürst du dennoch nicht diese Freude oder kannst dennoch nicht mit dem einen oder anderen in deinem Leben umgehen, nutze den Oktaeder. Er dient dir mehr denn je. Was die neunte Dimension noch alles beinhaltet, an Geschenken, Überraschungen, Kategorien oder Abteilungen, wird dir Sandra oder auch andere Menschen, die damit verbunden sind, damit intensiver verbunden werden, zeigen, erklären. Und dein Umgang mit deinem neuen Körper wird ein einfaches sein. Und du weißt, was in dir verändert wird, wird auch im Außen verändert. Erst in dir und dann im Außen. Und auf diese Art und Weise gestaltet ihr Menschen immer mehr und mehr die neue Welt, die bereits da ist, aber entdeckt werden kann von dir. Vayosohe, wir bedanken uns bei dir als Lichtfunken, der du bist. Ausstrahlen tust immer mehr die neuen Energien und Informationen, Heilfrequenzen, allein durch deine Anwesenheit und dein Tun und Arbeiten mit dir selbst. Sei dir sicher, du leistest Enormes. Vayosohe, danke von uns an dich.